Die Hauptanwendung oder ein Standardeingang, ich sage es mal wirklich, ein Standardeingang für die Anaconda ist aus der Bank. Also die Position in der Bank, jetzt bin ich hier oben drauf, Nord-Süd oder Frisch-Polit, je nachdem, kann man nennen, wie ihr wollt. Eine Hand geht am Kopf rein und eine Hand geht unter der Achsel rein. Und meine Hände treffen sich und schütteln sich. Zwei erfolgreiche Hände schütteln sich. Da mache ich erstmal zu. Und dann schaue ich erstmal, dass ich überhaupt mal prinzipiell eine Kontrolle über den Mann kriege. Und die Kontrolle über den Mann mache ich nicht mit den Armen, weil ich da ziehe wie ein Ochse, sondern das mache ich über den Druck meiner Schulter in seinen Rücken und den Druck von meiner Hüfte, wenn ich mich flach mache, zum Beispiel beim Sprawlen. Das ist so eine klassische Position, Schulter rein, Pats, Pats, raus sprawlen, Nord-Süd in der Bank. Okay? Druck mit der Schulter und Druck mit der Hüfte runter. Also so braucht das gar nicht anfangen, da haut er mir ab und ist weg. Oder hängt mir auf den Rücken. Okay? Hier. Jetzt geht der Arm hier, der an sein Ellbogen, der unter seiner Achsel durchgeht, das ist mein Schlüssel wieder. Ich gehe mit dem Ellbogen runter auf den Boden, und zwar mit aller Gewalt. Bringe jetzt über meinen Ellbogen seinen Ellbogen zu meiner Körpermitte. Okay? Jetzt haben wir eine beschissene Position. Wenn ihr das hier so seht, bringe ich den Arm in diese Position und nehme ihn auf dieser Seite die Base weg. Dann geht es ab in Richtung halb elf. Jetzt rolle ich mich wieder über meine Schulter. Meine Schulter geht in seine Achsel und ich rutsche durch. Und jetzt ist wieder meine Schulter in seiner Achsel. Verriegeln und ran. Und jetzt mache ich was, was man nicht so oft sieht. Ich gehe jetzt erstmal in die Brücke. Wird nicht. Geht's? Ja, okay. Das ist so ein bisschen ein Effekt, weil über das, dass ihr in die Brücke geht und er kippt, fällt er tiefer in den Wurzel rein. Okay, also ihr nehmt wieder das Spiel raus aus der ganzen Sache. Okay? Da sind wir noch nicht dabei, dass wir zumachen und Druck machen. Das ist erstmal die Grundposition einnehmen für das, dass wir dann mal ans Finishen denken. Hat ein ganz berühmter, echt? Und wie war die NATO-Erfahrung? Okay? Also das hat mal ein ganz berühmter Mann aus Mainz gesagt, der Spruchautor und war schon im Fernsehen. Komm mal her. Nord-Süd, Bank. Arm. Einfach hier. So fahren Kinn so auf den Brust und da müsst ihr nicht ziehen, da müsst ihr nicht drücken. Da habe ich einfach hier die Kontrolle, hier ist meine Kontrolle. Schulter, Ellbogen, rein, jetzt gehe ich. Mit meiner Schulter, ihr seht, meine Schulter ist an seiner Schulter. Und jetzt gehe ich unten rein, mach zu und als allererstes gehe ich hoch in die Brücke. Jetzt wird es eng für Benny. Geht's, Benny? Ich mache jetzt nicht zu. Okay? Und von hier, wenn ich hier drin bin und jetzt in der Brücke war, jetzt drehe ich mich zu ihm und mache zu. Geht's? Ja. Okay. Ich tausche mal das Baby aus. Mal kurz Frauentausch, weißt du? Eine Woche hier, die eine Woche da. Also, wieder Position nach Süd. Und jetzt habe ich schon. Du machst den Druck in deiner Schulter, also an deinem Rücken, okay? Den unteren Ellbogen hier, der am Kopf ist, den müsst ihr innen halten. Sonst scheuert euch der mit dem Kopf hier unter die Achsel ab. Okay? Den haltet ihr schön eng, dass der Kopf gerade unter euch bleibt. Eins. Ellbogen runter, Ellbogen ran. Jetzt gehe ich um den Mann rum, mach zu, gehe her. Und jetzt lege ich mich erstmal, machst du das? Benny? Ja. Okay, das heißt, alles klar. Von hier gehe ich jetzt rüber und jetzt will ich zu ihm. Das Ding sitzt. Nochmal. Kommt nochmal zum Hund. Reingreifen, zumachen, Druck. Der Druck am Anfang ist das Wichtigste, dass er den Ellbogen hier eng haltet, dass er der nicht auf die Seite abhaut. Rein. Ellbogen rein,
durchdrehen, zumachen. Und meine Schulter ist wieder Idealfall unter seiner Achsel. Okay? Wenn es hier ist, ist es auch nicht schlimm. Aber hier hinten fühle ich mich einfach am wohlsten, weil ich jetzt nämlich hier mit meiner Ellbogenbeuge hier oben bin. Also ich bin nicht hier, ich greife nicht hier die Hand. Meine Hand geht fast wieder bis zu seiner Schulter. Die drei, hierher. Jetzt gehe ich in die Brücke, drehe mich zu ihm, gehe her und mache zu. Okay? Man könnte dann nebenher noch einen Kaffee trinken, aber das ist nicht die Idee. Probiert das mal an.